Hallo und herzlich willkommen zu Blood Bowl 2. Mein Name ist Jagul und ich begrüße euch hier zu einem neuen Tutorial. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit den Ogern. Die Tutorials zu den einzelnen Teams des Basisspiels findet ihr von mir gemacht auf dem Kanal von Writing Bull. Oder auch natürlich den Link hier bei mir auf der Seite. Einfach ein bisschen nach unten scrollen und dort findet ihr die Playlist. Ansonsten habe ich bereits 4 Tutorials zu den Teams, die in der Beta spielbar waren, im August gemacht. Auch diese findet ihr hier zu Beginn der Playlist. Kommen wir nun aber zum Thema dieses Tutorials, den Ogern. Nach ein paar allgemeinen Worten zum Team Oger werde ich die einzelnen Spieler vorstellen, entsprechende Start-Setups und ein paar Skill-Vorschläge geben. Die Oger sind für mich in die Rubrik Spaßteams einzuordnen. Mit ihnen wirklich sinnvoll in einer Liga spielen halte ich eigentlich für nicht möglich. Es kann richtig, richtig gut laufen, wenn man die richtigen Würfel hat. Kommen die Würfel aber nicht, ist es bei den Ogern umso schwieriger, hier vernünftigen Ertrag rauszuholen. Die Spieler würde ich in den kleinen Fragilen und den großen Klopper einteilen. Der kleine Fragile wird mit Sicherheit immer 3 Würfelblocks gegen sich bekommen, wohingegen der große eher 3 Würfelblocks macht, also Aufgaben verteilt, der kleine ist zum Faulen und zum Balltragen da. Oder vielleicht doch der Große, das werden wir im Folgenden sehen. Allerdings, der Große ist natürlich dafür da, um entsprechend Schaden beim Gegner anzurichten. Im Angriff solltet ihr also zusehen, möglichst die Snotlinge, beziehungsweise in Blood Bowl 2 heißen sie ja Gnoblas, als Unterstützung an die Oger so heranzustellen, dass diese eben ihre 3 Würfelblocks machen, um so möglichst viel Schaden beim Gegner anzurichten. Des Weiteren können auch die großen Oger als Ballträger verwendet werden. Das hängt davon ab, wie viel habt ihr zur Verfügung von den Ogern und müsst ihr diese nicht verwenden, um Blocks schlagen zu können. Ich empfehle euch, kein Cage mit den Ogern zu bauen, sondern eine große Angriffslinie. Sprich, in die erste Reihe gehören die Oger und dahinter gehören die Snotlinge. Gegebenenfalls auch ein Snotling als Ballträger zu verwenden zu Anfang, um einfach die großen Oger über Verletzungen halt erstmal zu skillen. Natürlich kann eine Ballübergabe Richtung Turn 8 immer sinnvoll sein. Allerdings, Oger haben nur Agility 2, wer allerdings Khemri und oder Chaos-Zwerge spielt, der kennt sich ja mit Agility 2 bereits aus. Gelingt das nach vorne Bashen einmal nicht, steht den Ogern auch die Möglichkeit, ihren Mitspieler werfen zur Verfügung. Also, das heißt, das immer als Option im Hinterkopf behalten. Da die Gnoblas bzw. Snotlinge auch nur 20.000 kosten, eignen diese sich natürlich hervorragend zum Foulspiel. Das ist die große Stärke der Oger. Mit den starken Jungs zuhauen und über Mighty Blow Verletzungen zu setzen und über die Gnoblas dahinter entsprechend ein Foul setzen, wenn der Rüstungsbruch noch nicht zum K.O. oder zur Injury geführt hat. Schauen wir uns diese Spieler nun einmal im Detail an. Dem Ogre-Team stehen genau 2 Spieler zur Verfügung. Zum einen ist dies der Gnobbler. Der Gnobbler hat eine Bewegung von 5, Stärke 1, Agilität 3 und Rüstung 9. Er hat den Skill Dodge, sprich Ausweichen. Dazu Right Stuff, dieser Spieler kann geworfen werden. Sidestep, Gewand. Dazu haben wir Stunty, sprich kleinwüchsig, wie wir das bereits von den Skinks kennen. Und dazu hat er noch den Skill Titchy, also winzig. Und hier steht, dieser Spieler darf einen Würfelwurf zu seinem Dodge-Wurf zählen. Das heißt, dieser Spieler dodgt, als hätte er AG 4 in dem Fall. Sprich, auf die 2+, diese Spieler dodgen überall in jede Tackle-Zone aufgrund von Stunty auf die 2+. Allerdings sind sie auch schlechter darin, Tackle-Zonen selber zu stellen. Und deswegen wird der -1-Modifier bei einem gegnerischen Dodge abgezogen. Der zweite Spieler im Team ist der Oger. Der Oger hat die Stats Movement 5, Stärke 5, Agilität 2 und Rüstung 9. Also genauso wie der Menschen-Oger. Und genauso wie der Menschen-Oger hat auch er den Skill Dummkopf, Knochenbrecher, Robust und
mit Teammitglied werfen. Ja, genau. Weil der eine halt Right Stuff hat, er kann geworfen werden, hat der andere natürlich Throw Teammate, was dem Ogre-Team noch einen weiteren, eine weitere Möglichkeit verpasst. Des Weiteren hat er nicht wie der Menschen-Ogre den Einzelgänger-Skill. Von den Spielern nun zu den Start-Setups. Welche Startaufstellung kann ich mit den Ogern machen? Die ersten beiden Startaufstellungen sind wahrscheinlich die, mit denen die meisten Spieler spielen werden. Gucken wir uns die erste an. Wir starten mit 4 Rerolls, 4 Ogern und 8 Gnoblas. Die zweite Startaufstellung ist so ähnlich und etwas konservativer. Wir tauschen ein Team Reroll gegen den Apotheker und einen weiteren Snotling bzw. Gnobler ein. Ja, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Aufstellungen? Also, ich würde die erste präferieren, weil mit 4 Team Rerolls ist es doch etwas sicherer und die Ogre müssen ja bei jeder Bewegung einen 2+ würfeln, um sich überhaupt bewegen zu wollen. Von dem her möchte man vielleicht das ein oder andere Mal einen Reroll auch für Bonehead einsetzen. Das andere, der Apotheker, nun ja, Ogre haben Thick Skull, das heißt K.O. ist recht selten und sie haben auch Rüstung 9, das heißt bis man da durch ist, ist das eigentlich sehr unwahrscheinlich. Ein Apotheker sollte auf gar keinen Fall auf einen Gnobler eingesetzt werden. Schaut mal, der Apotheker kostet 50.000, ein Gnobler 20.000, das ist absolut nicht wert. Aber diese Aufstellung lohnt sich auf jeden Fall für diejenigen, die vielleicht in eine Liga starten und Gefahr laufen, im ersten Spiel schon gegen jemanden zu spielen, der Klaue hat. Nein, die dritte Aufstellung, die ich euch zeigen will, besteht nicht aus 6 Ogern und wir starten ohne Team Reroll. Ich denke, ohne Team Reroll starten ist einfach zu viel gegambelt. Wobei gehen gegen einige das durchaus machen und das Ganze eh nur als Fun-Team betrachten. Von dem her, für den Long-Term-Build würde ich sagen 2 Rerolls, 5 Ogre und 8 Gnoblas. Bedenkt, dass ihr niemals mehr als 15 Spieler im Team habt, auch wenn die Gnoblas ziemlich billig sind. Der 16. Slot sollte immer für einen Starspieler frei sein. Ich glaube, in diesem Build würde ich als erstes trotzdem den Apotheker kaufen und danach die Team Rerolls. Natürlich möchte man auf lange Sicht 6 Ogre und 9 Gnoblas im Team haben und wie man die dann skillt, das schauen wir uns im folgenden Abschnitt an. So, dann schauen wir uns doch mal ein geskilltes Ogre-Team an. Nicht erschrecken, die Skillungen sind nicht komplett, aber ich wollte halt auch nicht zu viel nehmen. Wir wollen auf jeden Fall in einem fertigen Team 6 Ogre und wie gesagt nicht mehr als 9 Snotlings haben. Wichtig ist hier, der letzte Platz sollte für den Starspieler frei sein. Und wir haben bei den Snotlings, da fangen wir mal an mit den Skills, als Normal haben wir auf jeden Fall Diving Tackle. Das macht schon Sinn. Der Winzig-Skill verhindert ja, dass man quasi, wenn man von einer Tackle-Zone in die andere um den Gnobler herum dodgt, den -1-Malus nicht hat. Das heißt zum Beispiel, ein Gutter-Runner dodgt um einen Gnobler immer auf die 2+ drumherum. Wir haben dann hier einen weiteren Skill, also mit diesem Diving Tackle Skill würde der Dodge natürlich um 2 erschwert sein, das heißt der Gutter Runner würde dann auf die 4+ dodgen müssen. Als weiteren Normal Skill natürlich Sneaky Git, man will definitiv jede Runde mit einem Gnobler faulen, die kosten nur 20.000 und ja gut, mit Sneaky Git macht's das Ganze ein bisschen einfacher. Beim Double kann man mal Block probieren, aber ihr seht schon, der Wert 50.000 ist schon höher als 20.000, da kriege ich schon 2 für. Wenn wir jetzt in Richtung TV-Management und reden und man genug Geld über hat, könnte man vielleicht auch einfach die Snotlinge mit Skill kicken. Sprint wäre eine Variante, um den Gnobler schneller bewegen zu können, aber ja, ich glaube, ich würde halt nur auf Diving Tackle und auf Sneaky Git gehen, fertig, aus. So, mit den Ogern, und da wollen wir mal kurz gucken. Also, der Normal Skill schlechthin, man möchte Guard haben. Und das hat einfach den Grund, sie haben schon Stärke 5, wenn sie auch noch Guard haben, dann sind sie einfach nahezu unblockbar. Und deswegen ist natürlich Guard und dann mit dem entsprechend verbundenen Skill Standfirm als nächstes natürlich perfekt. Aber was möchte man noch? Und da gucken wir mal hier oben hin. Man möchte definitiv mobile Ogre haben. Hat man einen Gegner, der zum Beispiel wie Untote viele
Zombies oder sowas haben, dann werden die Oger ganz schnell getaggt und man kommt nicht wirklich weiter. Deswegen, man braucht mobile Oger und dadurch, dass diese ja mit dem Dodge-Skill nicht viel anfangen können, maximal unterstützend, ist Break Tackle der Skill der Wahl. Und ich würde, glaube ich, sogar dem ersten Oger Break Tackle skillen, um ihn beweglicher zu haben. Eigentlich möchte man davon auch zwei haben. So, und deswegen, das hier ist jetzt definitiv keine fertige Skill-Variante, sondern ich wollte euch einfach mal zeigen, was man so machen kann. Und der Break-Tackler kriegt natürlich auch Guard, um eine mobile Unterstützung für den nächsten Dreiwürfelblock zu haben. So hatte ich mir den vorgestellt, aber wir können auch einen Ballträger-Oger ausbauen. Und natürlich am einfachsten, wenn dieser schon Geschicklichkeits-Up hat, dann wird das Ganze natürlich noch interessanter. Wir haben aber... Und das ist eigentlich das, was ich hier zeigen wollte. Das erste Double auf einem Ogre muss definitiv Block sein. Da gibt es auch überhaupt keine Frage. Ich habe hier bewusst kein Stärke-Up reingebracht, weil sollte das Stärke-Up das erste Double im Team sein, würde ich, glaube ich, auf das Stärke-Up verzichten und stattdessen Block nehmen. Einfach, weil Block, Mighty Blow so eine gute Kombination ist. Den zweiten Normal sollte ein Ogre, der bereits Block haben, bereits einen zweiten Double würfeln. Dann würde ich dem zweiten definitiv Sure Hands geben und diesen als Ballträger machen. Außer ich habe bereits einen anderen Agilitäts 3 Ogre im Team. Weitere Double könnten sein Tackle oder Frenzy. Frenzy im Ogre-Team ist natürlich auch super, weil ich immer weitere Möglichkeiten bekomme, Gegner zu verletzen. Und je mehr Gegner ich verletzt habe, desto einfacher ist das Ogre-Spiel. Hier den Ballträger natürlich, ja, Guard könnte irgendwie interessant sein. Aber den ich hier hinten geskillt habe, Break Tackle, ist definitiv sinnvoller, hier dann weiter vorne für den Ballträger zu skillen. Denn wenn der Ballträger getaggt wird, möchte ich natürlich mit ihm auch irgendwo wegdodgen können. Und Stärke 5 Break Tackle ist da schon eine gute Variante, um ihn wegzubringen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nur von Normal Rolls ausgehe, das heißt, wir haben ja nur Stärkezugriff, und das können wir uns hier einmal angucken. Stärkezugriff beim Level Up bedeutet in dem Fall folgende Skills. Mighty Blow hat er schon, Thick Skull hat er schon, also viele Möglichkeiten habe ich da nicht. In dem Fall, ich möchte einen Killer haben definitiv, also der erste Skill auf dem zweiten Ogre, nachdem ich dem ersten Piling On, Break Tackle geskillt habe, wird definitiv Piling On sein. Und dann wird es auch schon ein bisschen knapper. Derjenige, der Piling On hat, der profitiert nicht so richtig von Guard. Das liegt daran, dass er hier ja schon häufig am Boden liegt und am Boden liegende können keine Unterstützung geben. Und dann wird es auch schon schwierig. Die Frage ist, mache ich vielleicht Grab, um im Zweifel noch einen Foul zu setzen? Oder vielleicht nehme ich lieber Juggernaut, um im Zweifel ein Bowstown-Ergebnis auch umwandeln zu können, damit dieser Spieler hier nicht am Boden liegt. Das ist von dem her da schon mal interessant. Neben diesen Skills habe ich jetzt hier ihm noch Frenzy gegeben. Das lag einfach nur daran, dass ich euch das jetzt zeigen wollte. Und natürlich derjenige, der Block Tackle hat, der Junge kann auch nochmal Piling On kriegen irgendwann, um nochmal mehr Verletzungen rauszuholen. Wenn ich Leute habe, die so viele Skills haben, dann will ich definitiv nur noch 3 Rerolls haben, denn mit 4 Rerolls starten ist gut vielleicht zu Anfang, weil die Ogre wenig Skills haben, bläht den Teamwert natürlich auch, und ich möchte irgendwann, ihr seht hier, ein normaler Ogre kostet 140.000, diese hier mit 2 Skills sind schon bei 180.000, ich habe also hier schon bei diesem Team hier 1.800 Teamwert und habe schon Spiraling Expenses. Da muss man so ein bisschen rumjonglieren und ich denke, dass definitiv 3 Rerolls bei so einem geskillten Team völlig ausreichen sollten. Bonehead zu rerollen ist immer eine Frage. Kann man machen, wenn man sonst irgendwie das der wichtigste Zug des Spiels ist, aber er sollte es irgendwie nicht sein. Von dem her, spart euch eure Rerolls auf, nehmt sie nicht bei Bonehead, sondern bei anderen Aktionen. In dem Sinne, so könnte ein geskilltes Ogre-Team aussehen oder so ähnlich. Mit den Ideen, die ich gerade geäußert habe. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial zu den Ogern gut gefallen und ihr lasst mir ein Like da oder schreibt auch einen Kommentar unter dieses Video. 3 Team-Tutorials stehen noch aus und an die setze ich mich jetzt dran.
Bis dahin, auf ein neues Video, euer Jagul.